Ich darf unseren nächsten Gast ankündigen, Dr. Johannes Wilkens. Er kommt aus Bad Steben und leitet dort eine gerontologische Klinik. Er ist also prädestiniert für dieses Thema. Sein Thema, das er sich gewählt hat, ist beziehungsweise das ich ihm aufgeschwatzt habe, ist die Demenz. Damit beschäftigt er sich ganz einfach auch sehr viel, Alzheimer-Demenz. Ansonsten, was ganz wichtig ist beim Johannes, ist doch noch, er ist Experte für Misteltherapie, die natürlich auch in der Geriatrie eine Rolle spielt, ansonsten vor allem in der onkologischen Praxis. Er hat dazu auch Bücher geschrieben, wir haben auch welche da. Und dann vor allem auch noch, was ich ganz wichtig finde, das hat es bis dato eigentlich nicht gegeben, eine richtig gute Veröffentlichung über die Christrose. Das haben wir auch dort, das Buch, also Mistel und Christrose. Ich habe gestern ja schon angedeutet, die Pflanzen des Lebens, Winters, die beiden sind miteinander therapeutisch verwandt, botanisch nicht, aber therapeutisch sehr wichtig. Ich denke, da wirst du vielleicht auch ein bisschen drauf eingehen, nehme ich an. Ja, und Johannes ist seit einigen Jahren bei uns faktisch inzwischen zum Stammreferenten avanciert. Dieses Jahr schon zum vierten Mal bei uns dabei. Abgesehen davon, dass wenn wir ein Seminar zum Thema Krebstherapie machen, ist er immer mit dabei. In der Phytotherapieausbildung kommt er als Referent zum Thema Mistel und dann vor allem auch in unserer Therapie, traditionell, in unserer Ausbildung traditionell abendländische Medizin, die wird wieder 2021 stattfinden, ist er dann auch als Gastreferent dabei, genauso wie der Martin Straube, den Sie gestern schon gehört haben. Ich bedanke mich, dass du gekommen bist und freue mich auf deinen Vortrag. Das sind die beiden Bücher, wenn du sie vielleicht mal hinhältst. Genau, danke. Danke. Okay. Jetzt ist er online, jetzt können wir loslegen. Jetzt habe ich aber noch ein herzliches Willkommen, Johannes Wilkens. Ja. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, es ist immer wieder schön, hier in München zu sein, am Nymphenburger Park, bei Natura Naturans und ein bisschen was erzählen zu dürfen von dem, was ich so in den letzten Jahren erleben durfte. Und etwas, was ich eben regelmäßig erleben darf, ist eben der Umgang mit Alterserkrankungen. Und eigentlich die ganzen Entwicklungen, die ich jetzt so gemacht habe, kamen eigentlich aus dieser Möglichkeit, über Alterserkrankungen einfach alle möglichen Erkrankungen kennenzulernen und zu gucken, was kann man da therapieren. Und heute haben wir als Thema die Demenz und beziehungsweise was kann man da machen, was kann man vielleicht vorbeugend auch machen, weil es sitzen hier viele, die gerne vorbeugend was machen wollen. Und zum anderen auch, wenn es konkret wird. Und man muss sich aber ins Bewusstsein heben, dass diese Frage Demenz, die ist eigentlich so alt wie Ronald Reagan, würde ich sagen. Also vorher wusste keiner, kannte einer, gab es Geriatrie eigentlich nicht wirklich. Die Erforschung der Demenz war auch nicht wirklich da. Ist so ähnlich wie Krebstherapie und Richard Nixon, so ist Ronald Reagan eigentlich derjenige, der die Demenz aktuell gemacht hat oder als Problem aufgezeigt hat. In Deutschland haben wir auch zwei Koryphäen. Also das eine zeigt uns, dass es immer noch heißt, Aktenzeichen XY ungelöst, was die Demenz angeht, dass wir immer noch da ziemlich rumstochern. Und es ist ja kein Zufall, dass so ein riesen Pharmakonzern irgendwie, ich glaube Pfizer war es, der hat seine Demenzforschung aufgegeben vor einem Jahr, ja, weil er gemerkt hat, er kommt nicht durch. Das ist interessant, dass das ja ein Phänomen ist, eine Erkrankung, wo gerade irgendwie noch viele Fragen da sind, wo es scheint klar zu sein und dann doch nicht klar. Und dann der dritte im Bund, der dieses Thema Demenz in Deutschland auch doch in Fokus gerückt hat, das war eben Gunter Sachs. Und Gunter Sachs hat eben dann einfach mal gesagt, oh, ich bin dement, ich erschieße mich. Und das finde ich auch keine Lösung. Und insofern möchte ich euch vermitteln, wie es vielleicht auch anders geht. Also, und wir waren in Bayern die Ersten, 99 gegründet, diese Klinik, Alexander von Humboldt Klinik in Bad Steben, wo wir einerseits Geriatrie betrieben haben und dann aber auch immer mit dem Schwerpunkt integrativ, was kann man aus der Homöopathie, anthroposophischen Medizin, Phytotherapie lernen, auch dann der chinesischen Medizin, je nachdem, wer bei uns war. Und ich war dann, dieses Thema Demenz kam dann auf, als unsere, oder die mich am meisten gefördert hat, das war die
Veronika Carstens, das war die alte Bundespräsidentin, also der habe ich viel zu verdanken, aber die wurde dann so mit knapp, ja, mit 85 dement. Und dann hatte ich sie bei mir und dann sagten sie mir alle in der Stiftung, also jetzt musst du mal was erfinden für Demenz, ja, weil wir halten das mit der alten Dame nicht mehr so richtig aus. Ja. Und das war auch in der Tat ein bisschen schwierig und auch meine Kinder haben sich, ich habe sie dann mal eingeladen nach Hause und auch meine Kinder haben sich dann gewundert, dass da eine alte Frau da sitzt und dann plötzlich sagt, lecker, ja, aber Gabel oder Löffel vergessen hat und so. All das so, solche Phänomene auftauchen und gerade bei einer hochdekorierten Frau, bei Frau Carstens und die der Naturheilkunde, die auch so tief verbunden war, das war auch ein tiefer Schock für die Mitglieder und eben auch das Thema, ey, was können wir dafür tun? Ich habe einen kleinen Demenz-Ratgeber auch mit ausgegeben, aber das ist nur so nebenbei. Das Entscheidende jetzt für Sie ist, und das hat sich doch einiges aktualisiert, als ich vor 10 Jahren das erste Mal so gemacht habe, oder 15 Jahre fast schon, da hat sich vieles aktualisiert und verändert. Und das möchte ich mit Ihnen durchgehen, dass Sie verstehen, was ist Demenz und was können wir konkret aus der Naturheilkunde tun. Und es gibt 2 Erkrankungen, die den Menschen, den modernen Menschen heute Angst machen. Und das eine ist eben die Krebserkrankung, weil da plötzlich was wuchert, was mich, meinen Körper physisch zerstört. Und damit bin ich ausgelöscht als Persönlichkeit. Und bei der Demenz ist die Angst eigentlich ähnlich groß, also komischerweise, ja, ein Herzinfarkt, ja, das ist eine Erkrankung, bedrohlich und du kannst auch eventuell in einem Jahr tot sein. Hat keiner vor Angst. Oder wenig Angst. Wenig Angst oder eine Herzinsuffizienz, schwere Herzinsuffizienz. Sehr schnell kannst du an die Grenzen des Lebens kommen. Ja, ist halt so. Ja? Aber Demenz, das ist so ein Schock. So ein Schockwort. Ach du liebe Güte. Ja, jetzt ist der Vater oder dement. Habe ich vielleicht auch noch so ein Demenzgen in mir und so weiter. Also in diese Richtung geht das Ganze ja.